In Berlin-Steglitz schlafen längst alle Kinder. Die zweifache Mutter Sarah Stockmann wartet ungeduldig auf ihren Ehemann Leon, der schon seit Stunden zu Hause sein wollte. Der sonst so zuverlässige Abteilungsleiter ist auch per Telefon nicht zu erreichen. Die junge Mutter macht sich langsam Sorgen. Mensch, Leon, wo bleibst du nur? Nicht, dass irgendwas passiert ist. Oh, meine Güte. Nachricht hast du auch nicht geschrieben. Oh, na endlich. Ja. Da ist er ja. Jetzt kann er sich richtig was anhören. Leon? Oh mein Gott, Leon! Scheiße, Leon! Leon, sag doch was! Oh mein Gott, oh mein Gott! Sarah Stockmann hier, ich brauche sofort einen Krankenwagen. Ja, mein Mann ist schwer verletzt. Weg 86A. Ja, danke. Sarah steht unter Schock. Nachdem Leon im Rettungswagen abtransportiert wurde, bittet sie ihre beste Freundin Juliane um Hilfe. Sie soll auf ihre beiden Kinder aufpassen, damit die 38-Jährige sofort zu ihrem Ehemann ins Krankenhaus kann. Oh, schön, dass du da bist. Ich will jetzt aber auch gleich los. Ja, dann mach, ich bin ja da. Aber tust du mir einen Gefallen? Ja, welchen? Du hast zwei Kinder, fahr ein bisschen runter, ja? Ja, versprochen. Die brauchen dich jetzt. Ja. Was ist denn los hier? Was macht ihr hier? Erschreck jetzt bitte nicht. Papa hatte einen Unfall. Ihm ist das Garagentor auf den Kopf geknallt. Ja. Wie jetzt? Ich kann jetzt nichts Genaues sagen. Was ist passiert? Der Arzt konnte mir auch nichts sagen. Ja, erzähl doch mal. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Pass auf dich. Julia ist bei dir. Ja, was ist denn passiert? Papa hat einen Unfall gehabt. Ja, was? Wie Garagentor. Tut mir jetzt total leid, dass Ina das eben alles mitbekommen hat. Ich weiß ja selbst nicht, was mit Leon ist. Ich habe total Angst um ihn. Ich hoffe, die Ärzte lassen mich gleich zu ihm. Im Krankenhaus angekommen, darf die 38-Jährige gleich zu ihrem Ehemann Leon, der inzwischen auf die Intensivstation verlegt wurde. Außer sich vor Sorge wacht sie am Bett des Bewusstlosen. Oberarzt Dr. Hamke klärt sie über Leons Zustand auf. Nur Frau Stockmann. Endlich. Wir haben jetzt erste Untersuchungsergebnisse vorliegen. Was heißt das jetzt? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Zustand Ihres Mannes sehr ernst ist. Er hat ein stumpfes Hirntrauma erlitten. Das heißt, sein Bewusstseinszustand ist minimal. Minimal? Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass er nur noch sehr geringe Wachphasen hat. Gefahr für sein Leben besteht zwar nicht, aber wann er wieder aufwacht, ist noch sehr ungewiss. Er befindet sich die meiste Zeit in einem komatösen Zustand. Koma? So schlimm? Ich hab gedacht, der hat nur eine Gehirnerschütterung. Er ist leider nicht so harmlos. Bleibende Schäden kann ich statt Jens auch nicht ausschließen. Oh Gott. Frau Stockmann, Sie werden jetzt viel Kraft brauchen und viel Geduld. Die nächste Zeit wird sehr anstrengend für Sie werden. Sie müssen sich ausruhen. Das ist mir egal. Ich will einfach nur, dass Leon wieder aufwacht. Das verstehe ich. Trotzdem, es wäre besser, wenn Sie jetzt nach Hause fahren. Wir tun ja alles in unserer Macht Stehende, damit er wieder gesund wird. Nein, ich fahre nicht nach Hause. Meine Freundin ist bei meinen Kindern. Ich werde bei meinem Mann bleiben. Gut, passen Sie auf. Ich werde noch ein zweites Bett für Sie organisieren. Aber Sie versprechen, sich auszuruhen. Ja, danke. Leon, bitte wach wieder auf. Ich brauche dich doch. Erst am frühen Morgen kehrt die 38-Jährige völlig übernächtigt aus dem Krankenhaus zurück. Zwar wäre sie am liebsten nicht von Leons Seite gewichen, doch sie muss jetzt vor allem für ihre Kinder da sein. Zu Hause schüttet sie Freundin Juliane das Herz aus. Also ich meine, wie geht's denn dir? Es ist echt Horror. Leon liegt im Koma, er hat ein Hirntrauma, sagen die Ärzte. Ich weiß nicht, wie ich es den Kindern sagen soll. Natürlich alles andere als schön. Ich glaube, Ina, die hat heute Nacht auch überhaupt gar kein Auge zugemacht. Hallo, Mama. Hallo. Hey. Hallo. Hallo, mein Schatz. Ich hab ihm das gesagt. Was ist denn mit Papa passiert?
Papa ist gestern Abend das Garagentor auf den Kopf geknallt und jetzt liegt er im Krankenhaus. Aber weißt du, Papa ist ein Kämpfer. Der schafft das schon. Ja? Und wenn wir ganz fest daran glauben, dann wird alles wieder gut, okay? Mhm. Ja? So, und jetzt ab in dein Zimmer, Schlafanzug ausziehen, es geht gleich zur Schule, wir machen Frühstück fertig, okay? Weißt du, ich muss stark sein für die Kinder. Ich weiß das, aber ich weiß ja nicht mal, ob Leon überhaupt aufwacht. Und wenn, wann, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Schau mal, weißt du, so wie du gesagt hast, Leon ist ein Kämpfer, der wird das schon schaffen. Hm? Mach dir mal nicht allzu viele Sorgen jetzt erstmal, abwarten. Und du kannst auch kämpfen, das weiß ich. Und bei allem anderen unterstütze ich dich. Danke, das ist wirklich lieb von dir, aber ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Das Finanzielle, das Organisatorische. Ja, guck mal, setz dich mal hin. Ihr habt doch ein Girokonto. Und du hast doch auch bestimmt eine eigene Karte, oder? Ja, schon. Na, siehst du. Aber Aktien, Tagesgeldkonto und Versicherungen, darum hat sich immer Leon gekümmert. Ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe nicht mal ein eigenes Einkommen. Ja, du, klar, es ist viel, aber mach dir jetzt erstmal nicht so viel Stress, nicht so viele Gedanken. Weißt du, ich meine, wenn Leon jetzt nichts entscheiden kann, du bist seine Frau, dann wirst du stellvertretend mit Sicherheit was entscheiden können. Und such dir einen Anwalt, lass dich beraten, der hilft dir, der sagt dir, wo es lang geht. Und ich meine, solange Leon halt im Koma liegt, das gibt mit Sicherheit irgendwie so eine Vormundschaftsregelung oder sowas. Da bin ich mir sicher. Lass dich beraten, such dir einen Anwalt. Ja? Wahrscheinlich hast du recht. Ja. Wenn die Kinder in der Schule sind, werde ich mich gleich darum kümmern. Mach das mal. Und jetzt trinkst du erstmal den Kaffee. Ja. Ich decke den Tisch weiter. Und du ruhst dich mal ein bisschen aus. Ja? Mach dir nicht so viele Sorgen. Die verzweifelte Mutter steht vor einer großen Herausforderung. Um sich weiter um ihre Kinder kümmern zu können und auch finanziell nicht in Schwierigkeiten zu kommen, braucht sie vor allem Zugang zu den Konten ihres Mannes. Die 38-Jährige sucht deshalb Hilfe bei Anwältin Silvia Beutler-Krovas. Naja, eigentlich bin ich hier, um zu fragen, wie es jetzt weitergeht, das ganze Organisatorische. Und ich bin ja das, was man Hausfrau nennt. Ich kümmere mich um die Kinder und ums Haus. Ich denke mal, bei allem menschlichen Schicksal, was da über Sie hereingebrochen ist, wird für Sie wahrscheinlich wichtig sein, dass das Finanzielle hier alles geregelt wird. Ja, es ist richtig. Da hat sich immer mein Mann drum gekümmert, die ganzen Konten. Ich habe gar keinen Zugriff darauf. Ja, und wenn jetzt mal was Größeres ist, wie soll ich dann an die Konten? Und, hat Ihr Mann vielleicht eine Vorsorgevollmacht für Sie erteilt? Nein, in unserem Alter denkt man da noch nicht dran. Das habe ich mir fast gedacht. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ihr Mann ist ja nachweislich nicht handlungsfähig. Und für den Fall können wir beantragen, dass Sie die Betreuung für Ihren Mann übernehmen. Das bedeutet, dass Sie sich um alle Angelegenheiten kümmern können und vor allen Dingen, dass Sie Zugriff auf die Konten haben. Ja, das ist alles ganz schön viel für mich. Aber wie läuft das dann im Einzelnen genau ab? Ich würde dem Gericht einfach den Sachverhalt schildern. Sie beide sind verheiratet, Ihr Mann liegt nachweislich im Koma. Es ist nicht gewiss, wann er wieder aufwacht. Also ich denke, es wird eine reine Formsache sein, dass wir diese Betreuung hier durchkriegen. Ja, das hört sich ja soweit ganz gut an, wenn man das überhaupt in den Zusammenhang sagen kann. Mhm. Wie sind denn Sie krankenversichert? Gesetzlich. Gesetzlich, gut. Mhm. Das heißt also, um dieses ganze Krankenhaus, um die Kosten, die da entstehen, da wird sich die Kasse kümmern. Aber jetzt noch mal für meine Akten. Wie genau ist dieser Unfall überhaupt passiert? Ja, also es war schon dunkel und Leon kam ganz spät nach Hause. Und dann habe ich einen Knall gehört und ich habe das gar nicht im ersten Augenblick mitbekommen. Und dann lag er da und ich nehme an, also er hat wohl das Garagentor auf den Kopf bekommen und jetzt liegt er halt im Koma. Also gesehen haben Sie es selber nicht. Gab es schon mal vorher Schwierigkeiten mit diesem Tor? Nein, warum fragen Sie? Weil, wenn es mangelhaft ist, wir eventuell Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller oder die Firma geltend machen können. Wie alt ist denn das Tor? Da wohnen wir jetzt 17 Jahre und das Garagentor, Garage müsste auch so alt sein, 17 Jahre. Okay, 17 Jahre, das ist natürlich schon ein ganz schönes Alter. Ne? Also damit sind Gewährleistungsansprüche sämtlich ausgeschlossen. Aber ein Versuch ist es auf alle Fälle wert. Dann werden wir als erstes mal gucken, dass wir das mit der Betreuung regeln und dass wir den Hersteller oder die Firma anschreiben von dem Tor. Ja? Ja, vielen Dank. Alles hin. Ja. Die Sache mit dem Garagentor, die sollte man natürlich auf jeden Fall prüfen. Aber ich denke, dass es sich hier einfach um einen unglücklichen Unfall gehandelt hat. Wichtig ist, dass Frau Stockmann jetzt als Betreuerin für ihren Mann bestellt wird, damit sie einfach handlungsfähig bleibt und alle wichtigen Entscheidungen treffen kann. When you love.
Anwältin Silvia Beutler-Krover setzt sich dafür ein, dass Sarah ihren Mann betreuen darf und Zugriff auf seine Konten bekommt. Währenddessen bleibt Leons Zustand auch in den nächsten Wochen unverändert. Tapfer wacht seine Ehefrau an seiner Seite. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von Paul. Darauf ist dein Auto zu sehen, wie du drin sitzt, weil du doch so gerne Autos magst. Wir wünschen uns wirklich sehr, dass du bald wieder gesund wirst und zu uns nach Hause kommst. Kannst du mich denn hören? Nach Hause. Was? Was hast du gesagt? Ich will nach Hause. Hallo, ist hier jemand? Hallo, Schwester? Herr Doktor, kommen Sie bitte mal schnell. Mein Mann hat eben mit mir gesprochen. Was ist denn los, Frau Stockmann? Sie sind ja völlig aufgeregt. Er hat gesagt, er möchte nach Hause zu seiner Familie. Tatsächlich? Das hat er gesagt. Das konnten Sie verstehen. Das ist ein wichtiger Fortschritt. Was wird denn jetzt? Mal langsam, Frau Stockmann. Dass Ihr Mann offensichtlich kurz bei Bewusstsein war, bedeutet noch lange nicht, dass er jetzt vollständig aus seinem Koma erwacht. Aber Sie haben doch gesagt, das ist ein Fortschritt. Das ist definitiv ein Zeichen der Hoffnung. Leon hat ausdrücklich gesagt, er möchte nach Hause zu seiner Familie und ich möchte ihm diesen Wunsch erfüllen. In seiner gewohnten Umgebung wird er vielleicht auch viel schneller wieder gesund. Frau Stockmann, Ihnen muss doch klar sein, dass eine optimale ärztliche Versorgung zum jetzigen Zeitpunkt nur hier im Krankenhaus möglich ist. Heißt das, dass es keine Möglichkeit gibt, ihn nach Hause zu nehmen? Ja, doch, Sie können ihn nach Hause holen. Ein positiver Effekt in seiner häuslichen Umgebung ist tatsächlich nicht auszuschließen. Nur dann müssen Sie sich um eine private Pflegerin kümmern, die ihn zu Hause betreut. In jedem Fall aber möchte ich ihn noch 2 Tage hier behalten, zur Beobachtung. Alles Gute. Danke. Ich bin total aufgeregt gerade. Ich weiß zwar, dass Leon noch nicht über den Berg ist, aber jedes Zeichen von Hoffnung ist einfach nur gut. 2 Tage später wird Leon nach Hause verlegt. Die Ärzte haben dafür grünes Licht gegeben, da der Koma-Patient keine künstliche Beatmung braucht und von einer Pflegerin betreut werden kann. Vor allem Ina und Paul sind überglücklich. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr halt zu Papa gehen, der ist im Schlafzimmer. Papa? Willkommen zu Hause, Papa. Ihr werdet sehen, es wird alles wieder gut. Ne? Nicht mehr lange und dann kann er mit euch spielen und geht auch wieder zur Arbeit. Können wir auch endlich wieder Fußball spielen? Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass du aus der Übung kommst. Ne? So, aber jetzt müsst ihr wirklich zur Schule gehen. Wie soll ich sonst Papa erklären, warum die schlechten Noten zustande gekommen sind? Okay? Da kommt auch das nochmal gut. Frau Stockmann? Ja? Ich würde Ihren Mann den Gang waschen wollen. Ist Ihnen das recht? Ja, sicher. Aber würden Sie mich noch mal einen kleinen Augenblick mit ihm alleine lassen? Ja, gut. Sie sagen Bescheid, ne? Ja. Ach, einen kleinen Augenblick, Frau Imhofen. Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben doch sicherlich Erfahrungen mit Koma-Patienten. Können Sie mir vielleicht noch mal einen Tipp geben, wie ich mit ihm umzugehen habe, was ich machen kann, damit er schneller wieder gesund wird? Das Beste ist, Sie reden ganz normal mit ihm, als wenn Sie sich unterhalten. Sie erzählen, was passiert ist, was Sie gemacht haben, was Sie planen. Ganz normal. Umso normaler, umso besser ist es. Ja. Hm? Okay. Leon, mein Schatz. Ich wollte dir noch mal ein bisschen erzählen, was heute alles noch so passiert. Gleich kommt der Gutachter von der Versicherung. Und dann schauen sie das Garagentor an. Die Rechtsanwältin kommt. Wir setzen uns noch mal zusammen. Hauptsache ist, du wirst erstmal ganz, ganz schnell gesund. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich bin total froh, dass Leon jetzt endlich zu Hause ist. Aber ehrlich gesagt habe ich noch ganz schön Angst vor dem, was noch auf mich zukommt. Während die Kinder in der Schule sind, begutachtet ein Versicherungsmitarbeiter zusammen mit Sarah und Anwältin Silvia Beutler-Krovers das Garagentor. Alles funktioniert einwandfrei. Leon wurde offenbar das Opfer eines unglücklichen Unfalls. Ja, also, es tut mir leid. Ein gewöhnliches Garagentor mit Elektromotor. Es ist nichts kaputt. Ich kann Ihnen da nur wenig bis gar keine Hoffnung machen. Unsere Versicherungsgesellschaft ist nicht leistungspflichtig. Ich bedanke mich erstmal, dass Sie gekommen sind und werde mich einfach nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen, ja? Alles klar. Machen Sie gut Okay, danke. Tschüss. Ja, also,
Ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass ein anderer Sachverständiger zu einem anderen Ergebnis kommt. Mhm. Aber ich denke, das war trotzdem ganz richtig, dass wir das einfach mal haben abchecken lassen. Ja? Mhm. Ja, Herr Klausner, das ist Leons Chef. Ah. Guten Tag, Frau Hallo. Stockmann. Hallo. Ihre Haushälterin sagte mir, dass ich Sie hier finden kann. Das ist nicht unsere Haushälterin, das ist die Pflegerin meines Mannes. Okay, wie geht's denn Ihrem Mann? Im Großen und Ganzen unverändert. Es gibt Augenblicke, da ist er kurz wach, aber die meiste Zeit ist er nicht bei Bewusstsein. Aber ich denke, er wird bestimmt bald der Alte wieder sein. Ist aber nett, dass Sie trotzdem vorbeischauen und gucken, wie es ihm geht. Frau Stockmann, es fällt mir nicht ganz leicht, aber ich bin nicht wegen dem Gesundheitszustand Ihres Mannes hier. Es gibt da eine sehr unangenehme Sache, die ich Ihnen mitteilen muss. Frau Stockmann, ich weiß, es kommt zu keinem guten Zeitpunkt, aber die Firma wird Strafanzeige gegen Ihren Mann erstatten. Was? Ja, wir haben keine andere Wahl. Wie bitte? Also da muss ich mich jetzt aber mal einmischen. Guten Tag erstmal, mein Name ist Rechtsanwältin Beutler-Krobers und ich vertrete die Frau Stockmann. Klausner. Wie, um Himmels Willen, kommen Sie dazu, gegen Ihren Mann jetzt Anzeige erstatten zu wollen? Wir haben bei der Überprüfung durch unsere Buchhaltung für die anstehende Steuerprüfung erfahren, dass Ihr Mann Firmengelder veruntreut hat. Und das in erheblicher Höhe. Jetzt mal langsam. Leon hat niemals irgendwas Kriminelles gemacht, ja? Also ich muss auch sagen, Herr Klausner, das sind ja wirklich ganz massive Anschuldigungen, die Sie hier erheben. Und das auch noch gegen jemanden, der sich überhaupt nicht wehren kann. Haben Sie irgendwelche Beweise? Die haben wir in der Tat. Neben der Anzeige, die wir machen werden und machen müssen, werden wir also auch das Verhältnis, das Arbeitsverhältnis zu Ihrem Mann fristlos kündigen. Und was bedeutet das dann für uns? Also wenn tatsächlich eine fristlose Kündigung erfolgt, dann bedeutet das, dass der Lohn nicht weiter fortgezahlt wird. Das würde Sie natürlich finanziell erheblich belasten. Aber ich habe das so verstanden, dass es momentan einfach nur Anschuldigungen sind. Wie gesagt, mir bleibt nichts mehr anderes übrig, als Ihnen jetzt erstmal zu sagen, dass die Kündigung demnächst schriftlich bei Ihnen eintreffen wird. Ich kann mich jetzt nur noch verabschieden und Ihnen trotzdem alles Gute wünschen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut, ich werde mich diesbezüglich auf jeden Fall mit Ihnen noch in Verbindung setzen. Ja? Wie Sie wünschen. Okay, danke. Auf tschüss. Wiedersehen. Ich bin fassungslos, total platt. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt werden soll. Wobei er schon den Eindruck vermittelt, dass das alles stimmt, was er sagt. Was wird denn jetzt? Also keine Ahnung. Wir müssen erst mal abwarten, ob da überhaupt irgendwas dran ist. Ich will Ihnen und Ihrem Mann ja wirklich gerne helfen. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir uns die Unterlagen von Ihrem Mann mal angucken? Der hat doch vielleicht so eine Art private Buchhaltung. Und vielleicht haben wir dann eine Chance, irgendwas rauszufinden. In seinem Arbeitsbüro, da könnten wir was finden. Okay, super, dann gucken wir mal. Die Anschuldigungen von Herrn Stockmanns Arbeitgeber würden, wenn sie denn zutreffen, definitiv eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Und je nach Höhe des veruntreuten Firmengeldes kann das sogar strafrechtlich eine nicht unerhebliche Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Ich werde mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, wo dieses vermeintlich veruntreute Geld überhaupt abgeblieben ist. Sarah werfen die Anschuldigungen von Leons Chef völlig aus der Bahn. In den nächsten Stunden überprüft sie gemeinsam mit der Anwältin die Unterlagen ihres Mannes. Zunächst lässt sich nichts Aufschlussreiches finden. Doch dann macht die Juristin eine interessante Entdeckung. Aber Glückwunsch. Ich sehe gerade, Sie haben Ihr Haus schon abbezahlt. Zum Scherz ist mir wirklich nicht zumute. So steht das hier. Hier. Ja, das sehe ich auch, aber es kann doch gar nicht sein. Wir haben noch 4 Jahre abzubezahlen. Laut diesem Schreiben haben Sie die komplette Restschuld nebst der Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von insgesamt über 30.000 Euro auf einen Schlag beglichen. Ich meine, das ist ja schon ein ganz schöner Batzen, oder? Und angesichts der Anschuldigungen, die gerade gegen Ihren Mann erhoben werden, weiß ich nicht, ob diese Zahlungen jetzt in so einem guten Licht dastehen. Also glauben Sie, dass die Anschuldigungen von Leon Schaff berechtigt sind? Ich weiß ja, dass Sie das nicht wahrhaben wollen, aber ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt mal diese ganzen Tatsachen hier angucken, ja, und wenn wir einfach mal wirklich eins und eins zusammenzählen, also so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, oder? Ja, klar, das sehe ich auch so, aber es ergibt irgendwie keinen Sinn. Warum sollte Leon sich kriminell machen, nur um so schnell das Haus abzubezahlen? Ich verstehe das nicht. Das weiß ich auch nicht und das lässt sich diesen Unterlagen natürlich auch nicht entnehmen. Ich meine, in der Zeit vor dem Unfall, war da irgendwas anders? Ist Ihnen irgendwas komisch vorgekommen? Irgendwas, was sonderbar war? Nein, eigentlich nicht. Außer an dem Tag des Unfalls. Wie meinen Sie das? Also, Leon war den ganzen Tag bis spät in die Nacht unterwegs und ich habe versucht, ihn zu erreichen und er war nicht erreichbar. Das ist sehr untypisch für ihn. Und als ich ihn abends zur Rede stellen wollte, kam es nicht mehr dazu, weil dieser Unfall passiert ist mit dem Garagentor. Aber
Ich meine, gut, wir tappen hier ein bisschen im Dunkeln. Vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang. Bloß, ich meine, er ist später nach Hause gekommen. Sie konnten ihn nicht erreichen. Das ist ja eigentlich alles noch relativ normal. Aber wissen Sie, ob er überhaupt auf der Arbeit gewesen ist? Ja, das weiß ich nicht. Aber es kann schon mal sein, dass er länger unterwegs ist beruflich. Haben Sie vielleicht das Handy von Ihrem Mann? Ja, wieso? Wollen Sie seine Nachrichten checken? Nee, bestimmt nicht. Aber wenn dieses Handy GPS hat, dann können wir vielleicht über die Ortungsfunktion rausfinden, wo er an dem Tag gewesen ist. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie weiter. Aber das schaffe ich heute nicht mehr. Ich habe noch einen Termin. Ich würde vorschlagen, dass wir uns morgen einfach noch mal treffen und das Ganze noch mal besprechen. Das Problem ist, dass Herr Stockmann uns momentan überhaupt nicht helfen kann, die Sache irgendwie aufzuklären. Und dass ich auch nicht weiß, wie weit er gegangen ist. Ich muss jetzt einfach dafür sorgen, dass meine Mandantin hier nicht finanziell für irgendwas zur Verantwortung gezogen wird, wo sie überhaupt nichts für kann. Am nächsten Morgen überprüft Sarah gemeinsam mit ihrer Anwältin den GPS-Speicher auf Leons Handy. Offensichtlich hat sich der 40-Jährige am Tag des Unfalls viele Stunden in einem nahegelegenen Krankenhaus aufgehalten. Die beiden Frauen versuchen dort, weitere Informationen zu bekommen. Stockmann. Nein, tut mir leid, im Computer finde ich nichts. Patient war er hier auf jeden Fall nicht. Womöglich hat er jemanden besucht, aber darüber kann ich natürlich keine Auskunft geben. Nee. Tut mir leid. Dankeschön erstmal. Ja, gerne. Ich sehe gerade, Sie haben ein schwarzes Brett. Dürften wir das Bild vielleicht da aufhängen? Ja, natürlich. Ja? Haben Sie irgendeinen Schlüssel dafür oder ein Stück Tesafilm, das wir das da anmachen können? Ich kann den Tesafilm geben. Super. Dankeschön. Gerne. Durch das Foto am schwarzen Brett wollen die beiden Frauen Zeugen finden, die Leon am Tag seines Unfalls im Krankenhaus gesehen haben. Sie hoffen dadurch, Informationen zu erhalten, was in den letzten Stunden vor dem Unfall geschehen ist. Also, ich denke, es ist auf jeden Fall jetzt erstmal eine Möglichkeit. Und wie geht's dann mit Leon weiter? Müssen wir gucken, ob dieser Herr Klausner jetzt tatsächlich Anzeige erstattet hat. Wenn ja, müssen wir gucken, was da dran ist, wie hoch der Schaden ist. Aber so makaber das jetzt auch klingen mag, aber ehrlich, der liegt im Koma, der ist nicht vernehmungsfähig. Die können ihn weder in U-Haft verbringen noch sonst irgendwas. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe, dass er ganz schnell wieder aufwacht. Bestimmt. Und das ist die richtige Einstellung. Genau so muss es sein. Wenn Sie möchten, fahre ich Sie nach Hause. Ja, das wäre nett. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Es ist echt frustrierend, nicht mit Leon über unsere Probleme sprechen zu können. Ich bin mir sicher, wenn ich ihn fragen könnte, hätte er für alles eine Erklärung. Und so müssen wir weiter rätseln.